Aus Mitten und Sagen kennen wir die Geschichten der Götter, die gegen die Menschen waren. Manche von ihnen waren eifersüchtig. Andere wiederum haben versucht, das Menschenleben schwer zu machen. In Christentum erleben wir und die ganze Welt ein neues Gottesbild. Ganz besonders erleben wir, dass Gottes Geist den Menschen geschenkt wurde. Das ist ein Wunder. Ja, auch wir haben den Geist Gottes in uns. Er ist auch dir und mir geschenkt worden. Er will, dass wir leben. Er will, dass wir seinen Himmel erleben. Er ist nicht eifersüchtig. Er ist nicht gegen uns. Ja, er ist ein wunderbarer Gott. Denn er ist keine mythologische Figur, sondern er ist eine Person. Für diesen Geist, ja, für diesen Gott danken wir. So segne und behüte euch und alle, die zu euch gehören, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Eine ruhige Nacht und ein gutes Ende gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.